Herzlich willkommen zurück zu Enshrouded, an diesem wundervollen Ort hier, wo irgendwie niemand zu sein scheint. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich fange jetzt erstmal an. Ich gucke mich mal kurz um, was das hier für Gebäude sind, ob es hier irgendwelche Geheimnisse gibt, die wir noch ergründen können. Pflanzenfasern, okay. Ich nehme alles mit, ne? Ich ernte alles, was hier so rumliegt. Das macht ja Sinn auf jeden Fall. Aureolin-Blume ist bestimmt irgendwas für Alchemie später. Was ist das? Auch nur Pflanzenfaser. Hier nochmal eine Tomate. Guck mal, ich finde die Beete auch voll cool, ne? So wie das hier angerichtet ist, so und oder ausgestattet. Ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Und dieses Fachwerkhaus und so, das sieht so geil aus. So, hier sind garantiert irgendwelche Ratten. Ist ja wohl klar, ne? Lag schon mal um mich. Miasma-Flüssigkeit. Wow, was für eine große Bude. Okay, wir looten mal, was das Zeug hält hier. Die kann man am besten mit der Axt, glaube ich, wegmachen hier, die Dinger. Ja. Huch! Ich habe gerade eine Einblendung bekommen. Bitte weg. Oh mein Gott. Da öffnete sich ein Fenster mitten auf dem Spiel. So, die Tränke hätte ich auch gerne. Hier ist noch ein Skelett. Okay. Das ist nur Holz. Was ist, wenn ich diesen Ofen kaputt mache? Nix. Wahrscheinlich kommt da eh nur Stein raus. Kohle. So. So, hier waren wir. Okay, dann laufe ich mal hoch. Ich nehme lieber meine Keule. Hallo? Ist hier jemand? Oh, hier ist auch noch ein Garten. Heftig. Oh, wie gut das einfach ist. Ich liebe das hier. Oh, eine Truhe. Feuerball. Nice. Oh, ich habe den Zaun kaputt gemacht. Das ist nicht gut, weil ich könnte hier runterfallen. Ja, nehmen wir mal alles mit hier fein. Voll gut. Wie schön das einfach ist. Ich will das hier unbedingt, auch unbedingt restaurieren. Das wäre so cool, wenn du hier den Flammenaltar in die Mitte knallst und den richtig hochprügelst, dass du richtig viel Platz hast. Hier ist ja keiner. Und dann kannst du das komplett neu machen. Und dann dein Wohnbereich sozusagen. Top. Habe ich richtig mega Bock drauf. Warum? So, hier ist noch eine Tür.
hier auch. Das Badezimmer, guck mal, wie schön. Oh, das ist eine Schriftrolle. Meine letzte Reise. Mein Bruder, für mich scheint alle Hoffnung verloren zu sein. Die Krankenschwester Helen sagte, oder sagt, mir bliebe nichts anderes übrig, als mich auszuruhen. Nur über meine Leiche. Die Menschen aus dem Ödland sprechen von den Erbauern, als wären sie allmächtig. Erinnerst du dich an den Obelisken, wo wir als Kinder immer gespielt haben? Ich werde dorthin zurückkehren, koste es, was es wolle. Oh, ich erinnere mich. Vielleicht gibt es noch eine Heilung für mich. Folge mir nicht, du kannst mich nicht aufhalten. Vettel. Ah ja, wo wir gerade waren bei dem Obelisken. Ja, ja, alles klar, alles klar. Eisbolzen. Okay. Oh, schön hier. Boah, ich würde das gerne. Also das wäre echt... Das wäre so eine Sache, die ich gerne machen möchte, Leute. Mal gucken, ob das geht. Ob wir das machen können. Ich meine, wir haben ja jetzt schon die Option, hier den Flammenaltar reinzustellen. Wir können den ja einfach hier reinstellen. Was ist jetzt das Problem, ne? In die Mitte. Wir müssen auch wissen, wo die Mitte ist. Also die richtige Mitte. Von dem Ding. Hier ist das komplette Gebiet. Hier ist das Miasma. Hier ist das komplette Gebiet. Wir sind gerade am Anfang hier. Und das ist das... Oh mein Gott, das ist riesig, ne? Das ist wirklich riesig. Okay, dann gucken wir mal. Da ist unser Flammenaltar. Oh, dieser Garten, den können wir doch auch richtig hübsch machen. Was hat eigentlich das hier für eine Bewandtnis? Danke. Top. Super nett. Dieser Ort. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendein Geheimnis, könnte ich mir vorstellen. Hintertan. So, auf jeden Fall, das hier sieht super nice aus. Also, es gefällt mir extrem gut. Also, wenn das geht, würde ich das wirklich feiern. Hier geht es runter ins Miasma, denke ich mal. Guck mal eben. Hier ist noch eine Treppe. Die führt aber nirgendwo hin. Oh mein Gott. Ja. Mhm. Hier ist nur so ein Ausguck. Und es wird gerade dunkel. Hätten wir vielleicht in dem einen Haus schlafen können? Und kann es sein, dass die Miasma-Dödel gleich kommen? Ich gehe mal lieber... zurück in das Haus und guck mal, ob wir da schlafen können. Oder ich porte... Nee, ich porte mich kurz nach Hause, okay? So. Dann schlafen wir lieber da. Kommen wir gleich wieder. So, dann bringe ich den Kram nochmal weg, den wir jetzt haben. Und dann schauen wir mal. So, hier rein. Wir brauchen mehr von den Kisten. So.
Keine Ahnung, ob da was reingeht. Wahrscheinlich nicht. Außer ein Trank vielleicht. So, dann haben wir noch diese Dinger. Die sind neu dazugekommen. Ich nehme mal noch eine Fackel mit. Packen wir diese Feuerbälle einmal hier rein. Können wir die vielleicht kaputt machen? Ich lösche die einfach. Wir brauchen nicht so viele Fackeln. Das ist Quatsch. So, dann haben wir hier noch Kohle. Packen wir unten rein. Das Wasser ist wofür? Kondition, Ausdauer, Regeneration. Sollten wir auch zwischendurch mal verwenden. Ist gar nicht so eine dumme Sache, glaube ich. So. Pilze sind irgendwie voll. Gegrillter roter Pilz. Wir haben sehr viele Pilze. Dann mache ich die jetzt hier hin. Und dann passt das. Okay, wir gehen pennen. Dann reparieren. Und dann geht's weiter. Wir erkunden mal, was da los ist. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir müssen aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ins Miasma. Wir brauchen viel mehr von diesem Zeug. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken. Wir brauchen ja diese Miasma-Sporen. Das hier. Und Miasma-Flüssigkeit, ne? Das ist ja wirklich ein Thema. Haben wir hier noch was drin? Nö, okay. Will mal kurz gucken, was so eine Kiste kostet. Habe ich nämlich vergessen. Stauraum. 15 Sporen und 15 Miasma-Flüssigkeit. Okay. Wir müssen auf jeden Fall looten gehen. Kleine Truhe, kein Problem. Die klassische Nägel-Holzscheite geht auch. Kein Ding. Okay. Ja, gut. Dann packe ich das wieder weg. Repariert habe ich ja gerade. Und dann rüber. Rüber in den Ort. Das will ich hier auch nicht haben. Gut. Voll spannend. Aber dann gehen wir hier zu dem Boss, würde ich sagen, ne? Oder zu diesem Brunnen, Elixierbrunnen. Da müssen wir hin. Da, glaube ich, ist der Boss. Keine Ahnung. Oder werde ich ja wahrscheinlich 20 Mal sterben. Da packen wir uns dann aber. Was ist da oben? Da ist auch was Rotes. Da hat gerade was Rotes geleuchtet. Ist das da oben? Warte mal kurz, ich will mal was gucken. Was war das gerade? Da hat was Rotes geleuchtet. Und dann ist es wieder weggegangen. Und irgendwie sieht das aus, als ob da ein Gebäude ist. Wie das da? Wie dieser Turm da vorne? Was ist das überhaupt für ein krasser Turm? Da müssen wir auch noch hin. Guck mal da. Was ist das? Oh, da sind Feinde, glaube ich. Ich will nur mal kurz gucken. Hallo? Mal fix, was das da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier noch nicht hin soll. Wenn ich mir sehe, womit der ausgerüstet ist. Sieht ja heftig aus hier.
Naja, okay, gut. Sei es drum. Ich hätte jetzt auch reinlaufen können, aber lass mal. Der Turm da hinten interessiert mich auf jeden Fall auch. Da will ich auch hin. So, dann laufen wir mal wieder runter. Und weiter in dem Gehöft da. Ich muss einmal kurz eruieren, was da für ein Geheimnis ist. Mag ja sein, dass da eins ist. Ich denke mal schon, dass da noch der eine oder andere Brief ist. So, das Gebäude hatten wir. Jetzt in der kleinen Krypta, da waren wir. Dann haben wir den Miasma-Eingang gesehen. Und ich finde den Ort halt super geil. Und ich würde den super gerne einmal hübsch machen. Später. Mal gucken. Wäre vielleicht einfach so ein Kreativprojekt oder so. Keine Ahnung. So, wir waren quasi hier. Da habe ich schon... Habe ich da schon geguckt? Da, den Brief müssen wir noch lesen. Was ist das? Ja, hier war ich natürlich. Da ist der Eingang zum Ding, zum Miasma. Okay, dann gucken wir mal. Eine Zuflucht. Eine kleine Karawane von Flüchtlingen kam heute aus dem Ödland an. Eine lange Reise. Ich war noch nie gut im Umgang mit Fremden, aber es war keine Zeit zum Plaudern. Ich stürzte mich in die Arbeit und verband die Wunden. Ein Kampf um Leben und Tod. Auch jetzt noch. Traurigerweise haben einige verloren. Wir haben sie in der unteren Gruft zur Ruhe gelegt. Mögen die Nordwinde sie ins Jenseits geleiten. Es gibt einen, der trotz alledem überleben könnte. Eine tiefe Beinwunde, aber vielleicht nicht zu schwerwiegend. Der verwundete Salim lächelt viel. Er sagt, dass er, dass er mir sein Leben verdankt. Reines Glück, denke ich. Okay, hier ist noch ein Buch. Oh, da unten ist irgendwie... Bestimmt irgendwas Gefährliches, könnte ich mir vorstellen. Hier kann ich schlafen. Oh. Oh, wer war er denn jetzt? Wo kommt der denn her? War das ein Geist oder was? Eine neue Saison. Die Neuankömmlinge verschwenden keine Zeit. Sie errichten etwas, ohne Rast einzulegen. Ihre Entschlossenheit ist beinahe fanatisch. Ein Refugium der Flamme soll das sein, sagt Salim. In manchen Nächten blieb ich in der Nähe der Karawane. Salim besteht darauf. Am Feuer sprechen sie über ihre Heimat, den Sand und den Verfall. Ich höre so viel Leid. Ich bin wie eine Narzisse, sagte Salim. Das erste Zeichen des Frühlings. Er ist ein Narr, wenn auch ein niedlicher. So, wenn ich darauf trete, dann breche ich ein. Ich könnte wetten, dass unten auch noch welche sind. Aber wir gehen mal gucken. Loot. Da unten Miasma? Ja, offensichtlich. Noch mal ein bisschen Licht. Mit einem Fuß im Grab. Heute haben wir wieder einen zu Grabe getragen. Die armen Leute. Sie sind den ganzen Weg gereist, um Schutz zu finden. Doch hier gibt es nur Ruinen und Schrott. Diese Kirche wird nicht viel mehr standhalten. Das hat Helen schon gesagt. Der Wind heult und bahnt sich jede Nacht neue Wege in unsere Hallen. Unser Dach wurde von den Stürmen zerrissen und wir sind sehr damit beschäftigt, die Leute der Karawane zu versorgen, um es zu flicken.
Trotzdem müssen wir bleiben. Wir werden hier gebraucht und werden anderswo kaum eine Unterkunft finden. Diese Vagabunden neben Relikten und Artefakten zu begraben, kommt mir falsch vor. Aber vielleicht hat Helen recht. Vielleicht müssen die alten Zeichen neuen Bräuchen und Riten Platz machen. Okay, dann gehen wir mal runter. Wenn die alle rauskommen, Halleluja. Da ist Salim drin, oder was? Oh. Mein Lootherz. Oh nein. Also hier diese Grabkammern oder was? Das sind also all diese armen Leute. Da vorne sind auch noch ein paar. Ich geh mal rüber. Hey, na, Buddy? Komm ran. Geblockt. Nice. Ja, ein bisschen dunkel hier, ne? Oh, was ist da? Nicht mehr so 4 Minuten, aber was ist hier drinne? Lass mal gucken. Wieder nur Myzel. Aber kein Eingang, ne, wenn ich das richtig sehe.
Na gut. So, dann gehen wir wieder raus hier. Sind wir erstmal durch. Ja, cool. Mal ein paar andere Gegner, ne? Nicht schlecht. So, wie sieht das Inventar aus? Nicht so gut. Was ist das denn? Getrocknete lila Beere. Ach, die trocknen auch, die Dinger? Oder habe ich die gesammelt? Oh, und dann diese Ruhe hier draußen. Eben noch voll der Albtraum da unten. Und jetzt wieder diese Ruhe. So schön. So, 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 so schön. So, ich gucke mich kurz ein bisschen um. Alles klar. Wo denn? War da gerade ein Feind? Ich habe ihn nicht gesehen. So, von da kamen wir. Da waren wir auch schon. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Gebäude. Da laufen wir nochmal rüber. Boah, hier ist auch nochmal ein Riesenfeld. Erntegehöft. Was ist denn das hier? Ich glaube, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte am Anfang. Da ist eine Truhe. Mhm. Aber ich will erst den Brief finden. So, da vorne ist auch noch ein paar Wölfe. Die machen wir erstmal weg hier, die Racker. Na? Da gucken wir uns die Häuser an. So. Okay. Ich starte hier. Bei dem Gebäude. Da werden auf jeden Fall noch ein paar Ratten sein. Oh, Wasser. Hm. Wasser kann man ja auch nie genug haben, ne? Ich nutze das nur nie. Hier, diese Fässer. Werfen die nicht auch irgendwie Metallschrott ab? Das sollte ich noch mal checken. Aber irgendwie kommt hier doch Nägel, guck mal. Hallo. Sollten wir auf jeden Fall die mal auseinandernehmen, wenn wir hier so ein paar Nägel bekommen. Ist das sehr, sehr cool. Huch! Was war das denn? Ich hab's gar nicht gesehen. Oh Gott. Das, oh, das ist Stroh. Nein! Auf damit! Okay. War gut zu wissen, dass die Dinger hier so abwerfen. Mist. Bin schon wieder voll. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay. Oh mein Gott, wir haben ja hier so einen krassen Bogen jetzt, ne? Kraft 7, Spanngeschwindigkeit 0,6 Sekunden, 250 maximal Haltbarkeit plus 7% Fallgeschwindigkeit. Ich glaube, das Ding ist richtig geil, oder? Stufe 3. Wir haben nämlich aktuell
den hier. Fallgeschwindigkeit, Kraft 10. Der andere ist eigentlich nicht so gut. Der Jägerbogen ist besser. Kraft 7. Episch. Ungewöhnlich. Aber so ein epischer Bogen, Leute, den sollten wir doch eigentlich auch nutzen. Guck mal, was der hier auch noch, was hier noch freigeschaltet wird, wenn wir den upgraden. Ein Bogen der Spitzenklasse, inspiriert von Gewein. Man ist versucht, ihn Kunst zu nennen. Ich werde den mal ausrüsten. Den werde ich mal ausrüsten. Und ich kann auch diese Fernkampfwaffe dort ausrüsten. Ah, okay. Gut zu wissen. Also diesen, Zauberdings. Achso, ich habe ja immer noch keinen Platz. Mist. Kohle werde ich nicht rausschmeißen, aber den Stein. So. Okay. Krass. Mich dünkt, ich muss mal eben nach Hause. Das passt jetzt sehr gut. Dann würde ich jetzt einmal das Zeug ausmisten bei mir. In die Kisten. Vielleicht noch ein paar Kisten bauen, weil ich irgendwie gar nicht mehr klarkomme. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier. Und wir werden das ganze Ding hier einmal auseinandernehmen und eruieren, was hier so los ist. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.